Also wir haben uns jetzt kurzfristig entschieden, dem Matt den Hund abgegeben haben und wir das jetzt erstmal irgendwie sacken lassen müssen. Dass wir jetzt hier einen Zeltplatz, also einen Campingplatz anfahren, weil wir müssen ja eigentlich alles machen. Wir müssen entsorgen, wir brauchen Frischwasser. Ja, wir haben ja im Prinzip unsere Pläne jetzt komplett geändert und da haben wir dann mindestens erstmal einen Platz, wo wir sagen, ja, da können wir erstmal alles machen, buchen jetzt auch erstmal für eine Nacht und dann schauen wir erstmal weiter, wie wir weitermachen jetzt hier. Schönste wäre, wenn er ein richtiges Zuhause finden würde, der Robin. Weil die haben jetzt schon ziemlich leid getan, wie ich dann, wie ich sie da drin gesehen habe, total ängstlich und weiß gar nicht, was jetzt los ist. Aber das Wichtigste ist, er ist jetzt erstmal gerettet. Aber eigentlich geht es ja dann darum, dass er ein Zuhause bekommt. Richtig. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ein kurzes Update. Ich hatte ja, oder wir sind ja gestern, nachdem wir den Hund in der Auffangstation abgegeben haben, gesagt, wir brauchen jetzt, oder es ist schön, wenn wir jetzt zu einem Campingplatz fahren, wo man dann alles da hat, wo man entsorgen kann und Frischwasser und so weiter. Aber wir sind jetzt nicht auf dem Nee. Campingplatz. Wir haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die meisten Campingplätze um die Zeit zu haben. Also bei dem, den wir angefahren haben, da haben sie irgendwie in der Rezeption drin gearbeitet und bin ich rein. Na, gesagt, close, close. Ab 1. April wieder. Der Den haben wir noch nächste, nicht. nee, der nächste am 15. April. Und deswegen stehen wir jetzt hier auf dem schönen Parkplatz am, na nicht am Hafen. Ja, Der ein Hafen ist bisschen. hier auch, aber Ja. also an einem Ort, an schönen Orten, und hier ist wunderschön. Ja. Und jetzt haben wir natürlich, also Frischwasser haben wir jetzt gestern hier in dem Ort an einer Kirche, gab es so einen Wasserzugang, haben wir unsere Kanister vollgefüllt und dann eingefüllt. Aber wir müssen ja noch unser Grauwasser entsorgen. Und dann habe ich Gerald gefragt, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir einen Parkplatz finden, wo ein WC ist, dass wir das Grauwasser entleeren können. Weil hier in Griechenland gibt es so gut wie keine Fähr- und Entsorgungsstationen. Jetzt ist die Frage, wie die meisten Wohnmobile das machen mit Grauwasser. Da kann sich jeder selbst seine Gedanken drüber machen. Na, auf dem Campingplatz, wenn dann, aber die haben jetzt noch nicht Ja, offen. aber ich rede jetzt mal für die Freisteher. Ja. Und also wir lassen das nicht in den Boden rein oder irgendwo, sondern, also das wollen wir nicht, weil da Seife, Nee. Shampoo und Zahnpasta mit drin ist. Ja. Deswegen. Da gibt es nur die Variante B, dass wir halt das dann jetzt dann ablassen in einer Schüssel und immer die Schüssel schön brav in eine Toilette tragen. Aber Was aufwendig ist. das ist aufwendig, ja. Und vor allem, wir brauchen hier eine Toilette. Und jetzt habe ich Gerald gefragt, wir müssen jetzt mal alle bei Park4Night, alle Parkplätze in der Nähe durchgucken, wo da ein WC dabei steht. Und da hat er sich schon gekümmert und hat eine App jetzt gefunden. Die habe ich davor schon drauf gehabt. Echt? Ja. Oh, in Deutschland? Ja. Also okay, aber dann hast du noch nicht benutzt groß. Nee. Nee, aber hier glaube ich, ist die ganz praktisch, wenn sie denn aktuell ist, als eine App, wo man überall Toiletten finden kann. Öffentliche Toiletten. Öffentliche Toiletten, genau. Und sowas braucht man dann nämlich. Ja, so sieht's aus. Wir hätten theoretisch gestern auf der Autobahn, wir haben ja gestern über 70 € an Maut bezahlt. Die Mautgebühren, also da, gut, da waren 22,50 € für die Brücke dabei, aber allgemein die Mautgebühren in Griechenland ist richtig heftig. Die sind so hoch, unglaublich. Also wäre im Prinzip, kannst du sagen, 50 €, weil wir sind ja vom Festland auf die Insel über die Brücke Genau. gefahren und haben jetzt an keinem Parkplatz angehalten. Wir hatten ja den Hund dabei. Wussten ja noch auch nicht, wie der reagiert, wenn wir dann mal anfangen, hier Wasser abzulassen, weil da an den Autobahnen sind Parkplätze mit WCs. Da könnte man es, hätte man es auch machen können. Aber das kam für uns jetzt ja gestern nicht in Frage durch den Hundetransport. Deswegen ist das jetzt noch ein Thema, was auf der Liste steht und was wir heute gerne erledigen Genau, wollen. und in der App wird dann also eine Liste angezeigt. Ich weiß nicht, ob
wo das nächste WC ist, in unserem Fall 5,7 Kilometer. Ja, und das werden wir heute ausprobieren. Das werden wir wahrscheinlich ausprobieren, ja. Ja. Außer du findest auf irgendeinem Parkplatz im Park Night, hast du schon ein WC? Ja, ich habe vorhin gerade angefangen schon zu schauen, ja, ja. Okay. Weil irgendwo muss das Grauwasser hin. Ja, und nicht, und in, es die, muss nicht heute, in die Erde. Ja, genau. Heute irgendwie erstmal raus, spätestens morgen. Ja. Okay. Sonst laufen wir über. Okay. So, hier sind wir jetzt die Nacht über gestanden, direkt am Meer, an einem wunderschönen Ort. Hier ist ein Fußballplatz. Und das Wasser sieht richtig einladend aus. Ich war aber noch nicht drin. Ich hoffe, das erfolgt sehr bald, dass ich mal drinnen war in mir. So die typisch weißen griechischen Häusern. Sehr, sehr schön hier. Temperaturen angenehm, es geht ein kühler Wind. Eigentlich so genau richtig. Und jetzt fahren wir zum Einkaufen. Dann wollen wir noch in eine Zoohandlung gehen, alleine kaufen. Und dann unser Grauwasser loswerden und dann sehen wir weiter oder überlegen uns, wo wir dann heute Nacht stehen. Ja, schaut euch das an. Es ist ein Traum. Wir haben heute den 31.03. Es ist wie Sommer. Ich bin so froh und dankbar, hier sein zu dürfen. Oder wie gefällt es dir? Schön, es ist sehr ruhig heute. Ja, die Stimmung sieht ein bisschen mystisch aus. Ja, heute ist Sonntag. Also heute kommen scheinbar ein paar mehr mit an den Strand. Wir haben jetzt Mittag. Zeitumstellung um 1 ist jetzt. Ja, Wasser ist schon ziemlich kalt, aber... Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Es sind aber einige drin, von da aus gehe ich, davon gehe ich aus, dass ich dann auch schaffen kann. Ich bin mir sicher. Hier steht Blackie. Ja. So, wir sind jetzt hier an dem Campingplatz nochmal. Oder wir sind jetzt nochmal zu dem Campingplatz gefahren, wo wir schon vor 3 Tagen waren, der aber noch geschlossen hatte. Und heute hat er offen. Heute ist nämlich der 1. April, heute ist Ostermontag. Wir sind die Ersten hier, also auch quasi die einzigen Camper. Und es sieht eigentlich alles recht zu aus, deswegen sind wir wirklich gleich bis hier runter wieder gefahren und haben hier Leute getroffen und gesagt, ja, es ist offen. Ja, super. Der erste Akt, den wir jetzt hier vollziehen, wird Grauwasser ablassen sein. Und ein netter Mann von hier hat uns gezeigt, wie jetzt die Sachen hier also angeordnet sind. Es gibt hier keine Karte, sondern kann man ja alles so, ist ja halt nicht so groß hier der Campingplatz. Und ja, hier ist dann so ein Entsorgungskuli. So, das wird jetzt spannend, wieder richtig zu ziehen. Es muss noch mehr hierher. Es fehlt so ein Stück. Ja, müssen wir es mit der Dings machen, mit der Schüssel. Ja gut, also es ist jetzt ein bisschen ungünstig für uns hier durch den Busch hier. Bedeutet, wir haben jetzt, weil wir ja hinten die Fahrräder dran haben, ohne die Fahrräder wäre das bestimmt jetzt nicht das Problem. Da könnten wir jetzt da schön drüber fahren. Aber ja gut, dann machen wir es jetzt mit der Schüssel. So, wir sind jetzt sehr gespannt, ob das hier überhaupt funktioniert. Also wir haben jetzt gerade hier den Deckel abgemacht. Ja, also es ist mehr oder weniger abgelaufen hier, aber...
Also eine Idee, warum die das hier immer mit diesem ganzen Rauch. Da machst du, es ist doch einfach nur viel Rauch. Verscheuchen die damit was? Viel Rauch um nichts. Viel Rauch um nichts, genau. Eieiei. Ja, wir waren jetzt halt, 2 Nächte auf diesem Campingplatz. Der Campingplatz hat eine wunderschöne Lage direkt am Meer. Er ist schon etwas veraltet. Sieht man da zum Beispiel an dieser Laterne immer auf den neuesten Stand, aber sowas stört mich jetzt wenig. Hier ist nicht so schön zum Wasser reingehen. Da hinten ist viel schöner. Ja, die sanitären Anlagen sind auch etwas veraltet, aber in Ordnung. Ich war jetzt gerade duschen. So eine normale Dusche zwischendurch tut dann mal doch richtig gut. Ist halt doch was anderes, aber ich habe im Camp auch kein Problem zu duschen. Er ist nicht recht groß, der Campingplatz. Hat viele Bäume, das heißt auch, es gibt relativ viel Schatten. Für ganz große Wohnmobile würde ich sagen, wird es eng. Bis 7 Meter gibt es kein Problem, würde ich sagen. Aber darüber hinaus ist dann schon eng, weil die Bäume relativ nah zusammen sind. Also wir waren ja am Anfang, der hat ja erst am 1. April aufgemacht, die ersten Gäste hier. Da hat man natürlich die freie Auswahl. Mittlerweile sind hier 2 Kastenwägen und auch 2 Zelte. Also noch genügend Platz. Ich verlinke euch mal den Campingplatz in der Videobeschreibung. Er liegt in Peloponnes, ganz im Süden. Und ihr seht's, wunderschön, das Meer, blauer Himmel. Es ist schon wieder warm. Wir haben heute den 3. April. Und jetzt fahren wir dann weiter. Ja, das ist unser neuer Stellplatz. Der bisher schönste für mich. Hier stehen Blecki und noch 3 weitere Wohnmobile und das war's. Der Strand, der gehört eigentlich fast nur uns. Also man sieht da so gut wie keinen Menschen. Dieser Sackgasse, der Weg führt da zum Schilf und dann ist Schluss. Und auch so keine Häuser, nur so ein paar Ruinen. Also das hätten einmal Häuser werden sollen, sind nicht fertig gebaut worden. Jetzt nehme ich euch mal zum Strand mit. Da seht ihr, wie nah wir am Strand stehen. So, jetzt sind wir schon am Strand. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Wieder ein wunderschöner Tag hier auf Peloponnes. Sieht da irgendwie mystisch aus mit den Baumstumpfen. Ja, so sieht der Strand hier aus. Wunderschön. Auch das Wasser glasklar. Im Hintergrund die Berge, ist ein bisschen diesig heute. Hier links, rechts ein paar kleinere Berge. Und jetzt schaut mal, dieser Strand, kilometerweit. Hier hinten geht ein Mann mit dem Hund, das ist glaube ich einer vom Wohnmobil, der bei uns auch steht. Hier, kein Mensch. Es ist einfach traumhaft. Das Wasser, es ist total klar, glasklar. Wir waren ja schon ein paar Mal drin. Ist schon frisch, also laut Google 17 Grad. Aber wenn man mal drin ist, geht's eigentlich. Einfach traumhaft. Das Ganze nochmal zurück, dann seht ihr, wo der Blecki steht. Hier sieht man schon, steht der Blecki. Und hier bleiben wir jetzt ungefähr eine Woche und genießen die Zeit hier. Also das ist eigentlich der schönste Stellplatz, den ich bis jetzt mit dem Blecki hatte, muss ich wirklich sagen.
in Spanien, da gab es auch viele schöne, eine Lieblingsplatz von mir auch, aber der übertrifft es hier nochmal. Hier muss man auch keine Angst haben, dass von der Polizei geräumt wird oder so. Das ist doch so mein Gefühl. Und auch von den Unterhaltungen gibt es hier kein Problem. Natürlich nur in der Nebenzeit, das ist klar. Guten Morgen aus dem wunderschönen Griechenland. Ja, und heute fahren wir ein Stück weiter, wir fahren ziemlich Norden rauf vom Peloponnes in so ein buddhistisches Zentrum. Das war's mit dem Video aus dem schönen Peloponnes in Griechenland. Freistehen ist wirklich sehr einfach, zumindest jetzt in der Nebensaison. Grauwasser ablassen ist leider nicht so einfach, denn es gibt praktisch keine Fähr- und Entsorgungsstationen. Man muss also auf einen Campingplatz, so wie wir es machen, mit einer Schüssel und diese dann in der Toilette entleeren. Im nächsten Video seht ihr dann die turbulente Fahrt zu dem buddhistischen Zentrum auf dem Berg auf 1150 Meter. Die Anfahrt war wirklich sehr abenteuerlich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Augen auf!